Das Gefühl von etwas Großem und Wichtigem übermannte ihn so stark, dass er dem Drängen seines Gönners nachgab und seiner Einladung zu einer längeren Reise folgte und im Anschluss daran mit ihm in seiner Villa blieb. Der sogenannte pädagogische Eros, mit dem alte Schwule ihren Geschlechtsverkehr zu Knaben rechtfertigen, meint nichts anderes als ein autoritäres Abhängigkeitsverhältnis eines Klugscheißers zu einem hilflosen, dummen Jungen. Bildung und Kunst, die für die Reichen in der Vergangenheit eine todernste Freizeitbeschäftigung waren, werden von den Schwulen als Flucht vor ihren Problemen dankbar angenommen. Dass Schwule künstlerisch begabter sind, ist ein Ammenmärchen. Sie beschäftigen sich nur mehr damit, um, wie sie meinen, das Leben besser ertragen zu können. Für sie bleibt Kunst so oberflächlich und folgenlos, wie wenn Heydrich Klavier spielte. Solange Bildung und Kunst ein Mittel der Reichen und Mächtigen ist, über die menschlichen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf der Welt hinwegzutäuschen, sind sie radikal abzulehnen. Und solange Schwule sich einbilden, besonders wertvoll zu sein, wenn sie die Reichen zu kopieren versuchen, sind sie ebenfalls abzulehnen. Gerade den reichen Schwulen liegt daran, die Unfreiheit der Homosexuellen zu erhalten. Ihnen ist die Hilflosigkeit der Unterdrückten gerade recht, um sie damit besser ins Bett zu bekommen. Kultur ist bei Schwulen ein gesellschaftliches Mittel, um sich näher zu kommen. In einer sinnlichen Atmosphäre überbetonter Förmlichkeiten lassen sie bald ihre Masken fallen. Lebenslange Enttäuschungen in der Liebe haben viele kalt und unmenschlich gemacht. Und sie sehen den Partner nur noch als Sexualobjekt. Homosexuelle entwickeln mehr Ehrgeiz zu Unabhängigkeit und Erfolg als andere, weil sie wissen, dass sie im Alter nicht mehr um ihrer selbst willen geliebt werden. Die größte Rolle bei den Schwulen spielt die Überbetonung der Jugend und Körperlichkeit. Und in dem Kauf eines jungen Mannes kauft man sich ein Stück der eigenen verlorenen Jugend zurück. Bei dem ersten großen Musikabend im Hause seines väterlichen Geliebten
lernt er auch dessen Bekannte kennen, seriös wirkende Schauspieler und Geschäftsleute. Er fühlt sich allein gelassen und er ist verzweifelt, denn sein Freund scheint seine Gunst dem jungen und exotischen Sänger geschenkt zu haben. Nunmehr ist er den Tröstungsversuchen der alten Männer vollends ausgeliefert. Sie machen ihm Komplimente, streichen ihm über die Haare und bilden einen dichten Kreis um ihn. Jeder will ihn für sich haben. Plötzlich wird ihm furchtbar schlecht und er glaubt, sich übergeben zu müssen. Er weiß, dass er hier nicht mehr leben kann, wo sein Glaube an das Gute und Schöne so bitter enttäuscht wurde. Und er verlässt angeekelt das Haus.